TSG Neustrelitz gewinnt 2:0 gegen den FSV Luckenwalde. Es war viel passiert im Vorfeld dieser Begegnung aus Sicht der Neustrelitzer. Das, denke ich, gilt es in diesem Zusammenhang auch aufzuarbeiten. Aber zunächst zum Spiel und wir beginnen natürlich zur Analyse mit unseren Gästen, mit Sven Tospelisch. Ja, Thomas, erstmal Glückwunsch zum Einstieg hier und zum Erfolgsrechnen für dich. Ist auch mal wichtig, wenn man darüber nachdenkt, dass man ein Erfolgserlebnis hat. Dann fällt sich das leichter. Zum Spiel heute ist natürlich dann so ein bisschen Sinnbild unserer gesamten Situation aktuell. Wie wir uns dann selber gewonnen haben, 0-1. Missverständnis zwischen Torhüter und Innenverteidiger. Zu früher Spielzeit, also relativ früh. Und das wirft natürlich dann immer vieles über den Haufen. Wir haben dann versucht, mit unseren Mitteln, dann auch ergebnistechnisch was zu ändern. Haben dann auch nochmal bei den 2-0 natürlich einen Stellungsfehler in der Verteidigung. Ich glaube, wir haben kein gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften nicht. Bei der einen Mannschaft war der Druck heute sehr, sehr groß, den Hoffnung schon mal noch am Leuchten zu halten. Damit meine ich die Jungs von der Schlelitz. Und wir schaffen es eben dann auch nicht, über 90 Minuten mal mehr als eine Torchance auszuspielen. Und von daher, glaube ich, hat die Mannschaft, die weniger Fehler gemacht hat und etwas gefährlicher war, auch bei Standards heute das Spiel gewonnen. Ich wünsche euch der letzte alle Gute. Ich hoffe nicht, dass wir uns wiedersehen in der Oberliga, aber die Konstellation ist natürlich bescheuert dieses Jahr. Ja, und ich habe da auch meine eigene Meinung zu, wenn die Insolvenzvereine dann nächstes Jahr die Liga auffüllen und andere werden dann mit normaler Arbeit, die vielleicht Sportler nicht schaffen, bestraft. Aber gut, da wissen wir alle, dass das bei den Verbandsoberen bei der auf Trauerohren stößt. Dankeschön, schönen Tag. Ja, zu meiner Linken, Thomas Grotschek, seit gut 3 Tagen jetzt in Neustrelitz, hat versucht natürlich in der Kürze der Zeit das eine oder andere zu verstellen, hat die eine oder andere Stellschraube gegriffen. Inwieweit das gefruchtet hat, denke ich mal, wird er uns jetzt selbst erzählen. Thomas, bitte. Ja, erstmal guten Tag und danke für nette Worte, so für Glückwunsch. War keine einfache Zeit für mich, wobei ich habe schon früher unterschreiben meinen Vertrag. Ich habe so übernommen, Mannschaft in schwierige Zeit, so Donnerstag. Und das, wir haben bis jetzt so 3 Trainingseinheiten gemacht. Ich habe gewusst, dass Spielphilosophie oder jeder Trainer hat seine Gedanken. Da kennst du nichts jetzt in 3 Tagen einfach, dass alles komplett oder Mannschaft kann nichts komplett umsetzen. Und dass ich möchte schon als Trainer schon schön spielen, am Ballbesitz bleiben, Gegenpressing spielen, Hochpressing spielen, aber nicht in dieser Phase, wo wir, welche wir sind. Wir brauchen Punkte. Ja, und meine erste Aufgabe war einfach, mental stärker diese Mannschaft machen, weil Qualität ist da. Weil ich sehe dieses Potenzial am Mannschaft, an jedem einzigen Spieler und an diesem Verein, an diese auch Zuschauer, welche kommen. Hier, ich habe unterschreiben meinen Vertrag mit der Regionalliga-Mannschaft und ich möchte schon nächste Saison auch Regionalliga trainieren. War keine auch so keine einfache Situation für Jungs. Jetzt am Donnerstag nach dieser Niederlage in Auerbach zurück um 5 Uhr und 14.30 Uhr war schon erste Training. War auch keine leichte Training. Und da merkt man schon bei der ersten Phase spielt da bei der einen oder anderen ein bisschen so Kraft fehlt, auch ein bisschen so Selbstvertrauen. War nichts da, aber in zweiter Halbzeit, wir haben ordentlichen Fußball gezeigt, wir haben gekämpft um jeden Ball, wir haben auch öfter mit Konter nach vorne gegangen, ja, wir waren so bei einer oder anderen Konter noch uneffektiver, aber wir werden das verbessern. Ich habe Jungs gesagt, Jungs, wenn ihr glaubt nichts auf sich selber, wer soll das machen? Wer soll hier die Regionalliga halten für uns? Und ich habe auch eine Bitte für alle glauben in diese Mannschaft, ja, und auch neue Trainer. Diese Situation ist extrem schwer, aber wir auch haben auf sich selber keinen Druck. Ja, wir wollen von Spiel zu Spiel denken, wir haben nächstes Spiel am Mittwoch. Und wir fallen auch schon da nichts als verlorenes Spiel. Wir wollen auch etwas mitnehmen von diesem Spiel am Mittwoch.
Und da ist meine Aufgabe, mental stark weiter diese Jungs machen. So wegen Kraft auch so schätzen und auch so korrigieren mit dieser ganzen Regeneration. Das schaffen wir das. Und für heutiges Spiel, wir haben gewusst, das ist ein ganz schweres Spiel. Wenn spielst du mit Mannschaft, welche hat gar nichts zu verlieren. Ja, hat bis jetzt so auch wenig Punkte. Sie wollen auch seine Spiele gewinnen, so Sportler sein. Ja, dann gehst du auf Platz, kennst du, dann musst du auch dieses Spiel gewinnen. Ja, und ich muss sagen, so bei Jungs, bei jedem einzigen Spieler, auch diese Spieler, welche hat heute nichts gespielt, aber hat gesessen in dieser Kabine mit mir, Vorspiel und bei Besprechung. Ich habe in diese, jeder einzelne Spieler Auge, Hoffnung und Glaube gesehen. Ja, und ich zeige ganz kurz, das ist so, Lincoln, sein Trikot. Ja, das ist, wie dieser Junge hat gekämpft durch 90 Minuten und das ist nicht ein einziger Spieler. Sie haben alle gekämpft und wir werden kämpfen um unsere Punkte. Eins, ich kann versprechen, ich kann nichts versprechen, sondern wir werden schön spielen. Jetzt in dieser so ein Monat Zeit. Aber wir werden kämpfen, wir leben um unsere Punkte. Ja, danke schön. Begegnungen hat zu Fragen geführt und die werden jetzt gestellt von Herrn Schütt von Null. Ja, vielleicht meine Frage an Herrn Gregorczyk. Unabhängig jetzt von dem Spiel, was wir heute gesehen haben, ja, die Konkurrenz hat gestern gepunktet, heute gepunktet. Ich sag mal, hatte das so ein bisschen auch nochmal den Druck vor dem Spiel für euch auch nochmal so ein bisschen erhöht? Und war das heute ja auch in Hinsicht auf die kommenden Spiele bzw. dann auf das Zielklassenerhalt ja heute schon überlebenswichtig dieser Dreier hier? Ja, das auf jeden Fall so diese Kidnicks oder diese Konkurrenzmannschaft. Aber wer macht leichter? Ja, wer macht leichter uns bei jedem Spiel? Ich sage so, Druck ist normal und Sportler muss mit Druck umgehen. Aber ich sage, Druck im Leben ist schlimmer, wenn hast du keine Arbeit oder kriegst du in Krankenhaus, das ist Druck. Ja, schwierige Situation haben wir, aber kein Druck. Ja, wenn wir spielen unter Druck, da wir werden keine Punkte holen. Ja, weil die Jungs muss einfach frei im Kopf sein, mental stark und kämpfen um seine Punkte auf Platz. Und ich habe gesagt, bei Besprechung heute vor Spiel, ich kann eins sagen, so, ich habe gesagt, Jungs, eine Bitte, ja, nichts zeigen oder nichts gucken, Tabelle oder was Gegner macht. Wir haben 7 Spiele, wir haben 21 Punkte zu gewinnen, ist alles bei, also, wegen uns. Natürlich, wir stehen so in der Tabelle vorletzter. Wir wollen unsere Situation verbessern. Aber wir müssen auch mit Optimismus nach vorne gucken und auch mit Kopf hoch einfach Schritt für Schritt weiter nach vorne denken. Wenn wir sagen, so ist alles so, läuft schlecht oder läuft alles gegen uns und wir machen sie selber kaputt. Deswegen, ich habe auch Jungs im Training gesagt, Fehler ist normal. In Champions League machen diese Spiele auch Fehler. Das ist völlig, völlig normal. Aber gleich wieder auf gerade Beine stellen, gleich wieder so nichts, gleiche Fehler wiederholen, das ist stark. Und ich muss sagen, so, dass ich bin auch auf jeden Fall aufgebaut durch diese Mentalität, welche ich zurzeit in Kabine. Ja, das waren nur 3 Tage. Ist leichter für Trainer natürlich so gute Worte finden nach Sieg. Ja, wäre anders, wenn heute wäre Niederlande. Aber ich bin aufgebaut durch diese Stimmung in Kabine, durch diese Arbeit, welche wir haben in 3 Tagen. Schritt für Schritt nach vorne. Ja. So ist meine so das Gedanke von letzten Spiele. Ja, der Trainerkollege hat es ja angesprochen, den Treffer zum 1-0 sinnbildlich hat für die Saison dann halt ein Luckenwalde, ihr geht dann auch mit dem 1-0 in die Pause. Trotzdem, ja, ich sag mal, gibt es hier Pfiffe, auch die Zuschauer wissen, worum es in dem Spiel geht. Wenn man sich da von den Zuschauern, vor allem in der ersten Halbzeit, ja, mehr positive Worte, ja, ein bisschen oder mehr Unterstützung gewünscht? Das ist völlig normal. Ich war selber Fußballer und das ist ganz normal, wenn 5 Spiele in Folge verlierst du. Wie sollst du Vertrauen haben, Selbstvertrauen? Wie mental sollst du stark sein? Ja, und erstmal kannst du nur sich finden durch Kampf, durch dieses aggressive Spiel. Und
letztendlich sollte spielen, um in Liga zu bleiben. Ja, wir können nicht schön spielen. Ich verstehe auch Zuschauer, das ist normal. Jeder kommt auch. Am Sonntag, ich war hier 6 Mal, Spiel zur Gruppe, wo ich war kein Trainer. Ich war bei jedem Heimspiel und ich war in Fürstenwalde. Und das ich war auch erstmal neben dieser ganzen Mannschaft. Ich war in schon Verein, ich habe auch Präsident gesagt. Wenn ich habe mein Wort zugesagt, ich komme hier als Trainer, das war schon mein Verein. Ja, ich lebe schon hier, ich wohne auch schon in Strelitz. Ja, und für mich war wichtig, so, dass ich halt auch erstmal von außen geguckt, ja, da kannst du noch schöner spielen, da kannst du schon spielen. Ist einfacher, einfach so jeder seine Meinung sagen, auch deutlich sagen und manchmal böse Worte von außen. Ja, das ist, ja, Zuschauer erwartet das Spiel, das ist normal, aber bitte versteht auch Spieler, gerade in dieser Phase. Ja, für mich ist wichtig, wenn wir gewinnen 1-0 in 90. Minute, ja, wir haben 3 Punkte. Wir werden nicht schön spielen bis Ende der Saison. Ich kann das sagen, aber wie von Anfang an, ich werde sprechen kaum. Alle, die das Ganze von außen sehen, ziemlich optimistisch zu verstehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Lage weiter stabilisiert, entwickelt und so weiter. Ja, Mittwoch dann das Auswärtsspiel in Nordhausen und nächsten Sonntag 13.30 Uhr gegen Viktoria Berlin. Und dann gestern wünschen wir auch alles Gute natürlich, gute Heimfahrt. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich spätestens am nächsten Sonntag wieder. Ja, vielen Dank.